Überraschung! Ich schwöre, da ist safe TNT oder sowas und es geht gleich in die Luft, wenn ich da reingehe. Danja! Ja, es muss ihm gefallen. Sorry, da hat er jetzt kein Mitspracherecht. Wird er dann vom Server gekickt? So in der Art, ja. Yo! Was läuft? Leute, es ist soweit. Die Person, ja, die eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr vorhatte, hier zum Minecraft-Loser zu kommen, ist wieder da. Hallo, Danja. Ja, hallo. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich hier soll, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich habe dich ja darum gebeten, noch nicht auf den Server zu kommen, weil ja, dich wahrscheinlich eine böse Überraschung hier erwarten wird. Ja, super. Ich habe die Kommentare gelesen, da stand zum Beispiel... ja, ich solle dir, also soll einmalig in Kreativmodus rein und dir einfach nochmal alles so aufbauen. Das fand ich jetzt nicht so gut. Aber es gab auch die Idee, dass wir Minecraft Loser 2 einfach von vorne starten. Und die Idee fand ich eigentlich ganz gut, so dass ich eigentlich alles platt gemacht habe. Ja, dachte ich mir schon und fast. Von ja. vorne starten. Aber wärst du dabei? Also Claudio ist gerade noch nicht da, der kann heute nicht, dementsprechend, aber es ist auch eigentlich nur wichtig für dich. Wärst du dabei oder nicht so? Boah, kritisch gerade, kritisch. Aber ja, ich mache ja jeden Mist mit, den du dir so überlegst. Okay, dann darfst du gerne auf den Server kommen. Jetzt ist halt die Frage, wo du bist. Ja, Danja ist da. Ah, hallo, Danja, da bist du. Überraschung! Was ist denn das? Wie, was? Was ist denn das? Wie, was ist das? Was ist denn das? Frage ich dich. Ja. Ja, kannst du mal selber sehen. Guck mal, hier vorne ist auch so ein Schild dran, wenn du willst. Kannst du mal gucken. Explodiert das jetzt, wenn ich da reingehe? Weiß ich nicht. Ich schwöre, da ist safe TNT oder sowas und es geht gleich in die Luft, wenn ich da reingehe. Ich sag erstmal nichts. Ich sag erstmal nichts. Ich möchte es auf dich wirken lassen. Hast du das komplett wieder aufgebaut, aber in Kirsch? I don't know, wer das war. Vielleicht habe ich auch jemanden damit beauftragt. Hast du auch ein bisschen schöner gemacht. Ah, oh, das Pferd ist auch wieder da, aber kein Rossharnisch. Okay, so gucken hier. Ich gehe erstmal nach oben. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das geht gleich alles in die Luft, wenn ich da reingehe. Es tut mir leid, Kahn. Ich kann dir noch nicht so ganz wieder vertrauen. Ich sag noch nichts. Ich werde gleich, werden wir unsere Gespräche bestimmt noch führen, aber bevor ich irgendein Gespräch führe, möchte ich erstmal, dass du dieses Haus auf dich wirken lässt. Ich habe sogar einen Hund gehört gerade. Hast du die Hunde wieder geholt? Nein, einer war sowieso da. Der hat sich auch vermisst. Hier braucht man auch auf jeden Fall eine Tür wieder, sonst... Ja, hier ist auch ein Teppich. Ist das alles für mich? Ist ja gar nichts explodiert. Also dann ja, das ist, also unten habe ich nichts gemacht, das habe ich einfach so gelassen. Das ist tatsächlich mein Friedensangebot an dich und auch ein bisschen an Claudio, aber Claudio ist gerade nicht da, also es gilt vielmehr dir. Ja. Ich habe dein Haus, habe ich komplett, ja, in einer Kirschholzoptik gemacht, weil ich dachte, dir gefällt das. Aha. Ich habe innen, habe ich jetzt in den Truhen, habe ich nur hier vorne was hingepackt, komm mal kurz mit. Und zwar in dieser Truhe hast du noch genügend Kirschholz, um selber noch zu dekorieren, wie du möchtest. Oh. Ich habe dein Pferd zurückgeholt, beziehungsweise ein neues spawnen lassen. Ich habe auch die Tiere wieder hier vorne, Schafe und Kühe, wie du sehen kannst. Ich habe den Zaun hier verbessert. Ich habe dir ein paar Kirschbäume, habe ich dir hier hingepackt. Und ich habe nochmal Zuckerrohr hier komplett angepflanzt. Ja. Also das ist hier ein komplett neues Haus, auch hier zum Beispiel mit einer Glaswand. Hier genau oben habe ich auch nochmal ein bisschen was gemacht. Ich habe dir auch Laternen hingepackt. Ja, das Springen, das musst du selber noch machen dann, ja? Aua. Aber da kannst du sonst auch was hinpacken. Ja, und tatsächlich ist das eigentlich einfach nur mein Friedensangebot an dich. Ach ja, nehme ich das jetzt an, ist die Frage. Wie lange hat das gedauert? Ich habe schon so fast, so eine Dreiviertelstunde habe ich dafür schon gebraucht. Eine Dreiviertelstunde nur? Ja, was heißt, ja. Ja gut, also, hast du kreativ gemacht, ne? Genau, also in dem Video habe ich auch gesagt, dass das erste und das letzte Mal, dass ich sozusagen Kreativmodus benutze. Und ich habe auch den Kreativmodus nur für Sachen benutzt, bis auf halt die Tiere, die ich gespawnt habe. Die hatten wir ja schon vorher. Frage, lebe ich jetzt hier alleine oder teile ich mir das mit dir und mit Claudio? So. Und dafür ist auch heute so ein bisschen dieses Video da. Ich hätte mir gewünscht, dass Claudio dabei ist. Claudio kann gerade nicht, weil er Wichtigeres zu tun hat, als Minecraft zu spielen. Verstehe das mal bitte einer. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass sie sich wünschen würden, dass wir hier so ein kleines Dorf für uns bauen. Und ich hätte schon ein bisschen den Wunsch, weil es ist ja dein Haus dann ja. Jetzt mal Real Talk. Du hast ja dieses Haus hier gebaut. Das ist wahr. Also das hast du jetzt gebaut, aber ja. Ja, aber das davor. Wir waren ja, ja. auf Erkundung so ein bisschen. Dementsprechend würde ich es nur als fair empfinden, wenn dieses Haus halt dein Haus ist. Und wir anfangen für mich ein Haus zu bauen und auch für Claudio. Im ersten Schritt für Claudio natürlich.
Ja. Und im zweiten Schritt dann vielleicht auch für mich. So, und ich hätte es auch so gemacht, dass wir später dann auch vielleicht einen großen Zaun hier drum ziehen. Aber zum Beispiel, ich würde hier das Haus vielleicht beim Portal bauen. Ich würde auch ein Haus vielleicht bauen, wo das Portal im Haus drin ist dann später. Mhm. Ja, okay. Das wäre meine Idee. Und für dich dann? Für mich und dann ein Haus für Claudio. Und wir könnten das vielleicht dann auch so ein bisschen aufteilen. Zum Beispiel, dass das Essen, alles, was fürs Essen und so wichtig ist, bei dir in den Truhen sammeln. Die Waffen zum Beispiel bei Claudio und, keine Ahnung, wertvolles Erz oder so bei mir oder halt umgekehrt. Das wäre so meine Idee, um Minecraft-Loser voranzubringen und dann am Ende des Tages auch durchzuspielen. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, den Kreativmodus habe ich jetzt nur benutzt, dann ja, um Deko-Stuff zu holen. Nicht um das Spiel sozusagen voranzubringen, wie wir Minecraft durchspielen können. Leute, jetzt mal ehrlich. Schreibt mal bitte jetzt in die Kommentare, soll ich Khan vergeben? Soll ich ihm vergeben für das, bitte, was er getan hat? Können wir an der Stelle hier nochmal ganz kurz einblenden, was du getan hast? Einfach nur so einen Abriss davon. Ja, können wir aber auch kurz vorher einblenden, Tom, was ihr gemacht habt, damit es dazu geführt hat. Einfach nur mal ganz kurz. Ganz kurz. Ihr schmeißt mich jetzt wirklich aus der Minecraft-Loser-Base? Ja, yep, ja. Das ist gerade nicht euer Ernst. Er hat bei unseren Truhen TNT platziert. Er hat Zombies, die er spawnt. So, danke. So, mehr möchte ich gar nicht sehen. Mehr möchte ich gar nicht sehen. Ja, Danja, also mein altes Haus da hinten, das lasse ich auch so, wie es ist. Das war ja so eine Untergrund-Base, die Claudio ja auch gesprengt hat. Ne? Aber das wäre meine Idee jetzt sozusagen, um bei Minecraft zu sein. Also ich würde jetzt anfangen, vielleicht für Claudio ein Haus zu bauen. Was sagst du dazu? Ja oder nein, Danja? Na gut. Ich finde, das ist ein angemessenes Friedensangebot, das ganze Haus wieder aufzubauen. Es fühlt sich ein bisschen an, als hätte ich meine Versicherung angerufen. Das ist so ein Versicherungsfall. Ja, vielleicht war es ja die Minecraft-Versicherung. Kann ja sein. Ja, kann gut sein. Also ich habe auch noch ein ganz paar Sachen hier in meinem Inventar von von der Eskapade. Ich habe hier noch einen Trank der Unterwasseratmung. Ja, ich habe auch noch ein paar, also ein paar Sachen habe ich noch. Ich habe auch noch zwei Wassereimer, zwei Eimer, ich habe die drei Diamanten. Wie gesagt, ich würde das später auch alles dann vernünftig auch aufteilen. Ich würde aber erstmal zusehen, dass wir für Claudio was bauen vielleicht. Ja, kann ich vielleicht bei meinem Haus kurz ein paar Sachen noch anpassen, bevor wir bei Claudio anfangen? Was wollen wir denn für Claudio überhaupt bauen? Also für Claudio hätte ich jetzt die Idee, dadurch, dass Claudio wahrscheinlich dann so der Schmied wird bei uns. Und sich um die Waffen kümmert, hätte ich jetzt gedacht, bauen wir dem so ein Steinhaus. Weißt du, also so Steinhaus, so ein ganz klassisches. Ja, so ein bisschen, also ich hätte jetzt so die Idee gedacht, dass wir wirklich da komplett aus Stein vielleicht bauen. Wir könnten dann ja in die Höhle gemeinsam und da ein bisschen was abbauen. Mhm. Das wäre jetzt meine Idee, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Was anderes. Weil wie gesagt, ich bin jetzt für dich in Kreativmodus gegangen. Ich werde jetzt nicht für Claudio und auch nicht für mich in den Kreativmodus gehen. Das also würde ich jetzt ich an dieser Stelle. Ich habe noch 4x64 mal Bruchstein. Ja, sehr gut. Das ist doch schon mal super. Ich habe auch noch Seelensand, Seelenerde und Schwarzstein, keine Ahnung. Ja, ich würde jetzt erstmal vielleicht mit Bruchstein anfangen, weil wir einfach ja, das haben wir halt. Ich muss, das haben wir, das bevor wir das machen, muss ich aber meine Sachen, die ich jetzt hier habe, ich muss erstmal mein Inventar leer machen, weil ja, also, mach das. Ja. Also ich sehe, die Truhen sind ja auch. Ja, genau, ich habe an den Truhen habe ich nichts gemacht, Danja. Ja, die sind ja auch noch alle ganz gut voll. Da habe ich nichts gemacht. Ich habe auch ein bisschen Bruchstein, das heißt, da können wir ein bisschen was machen. Ich würde halt ganz gerne auch Glas, müssen wir noch machen. Haben wir irgendwo Sand? Guck mal, ich brauche auch ein Schild, das schnappe ich mir mal kurz. Das gehört ja wieder alles uns, ne? Ja, wir haben uns ja verziehen. Also willst du das Haus von Claudio dann komplett aus Stein machen? Weil ich habe echt, also ich finde hier gerade sehr viel Stein. Ja, also ich würde sehr viel Stein, wir können ja so einen kleinen Turm, sollen wir vielleicht, warte, wir könnten für Claudio vielleicht, warte, das ist doch gut. Wir könnten ja so eine Art Aussichtsturm machen und das könnte dann Claudios Haus werden. Das wäre jetzt meine Idee. Dann hätten wir auch so einen Aussichtsposten. Wollen wir das vielleicht machen? Dann wird der können Turm sozusagen. Können wir eigentlich machen, ja. Claudios Haus. Ja, können wir machen, klingt ganz gut. Ja, okay, dann brauchen wir, also was wir dafür brauchen, ist auf jeden Fall Ich habe richtig Bruchstein. Viel Stein. Ja, ja, ich habe also auch viel. Also, sehr viel. Ist doch gut.
Ist das hier drin? Ich habe auch Eichenholzbretter, habe ich recht viele. Ja, ich würde erst. Lass uns erstmal mit Stein anfangen, dann, ja? Mhm. Guck mal, hier sind noch aus deinem Kreativmodus sind hier auch noch Redstone-Blöcke und so. Kann man ja gebrauchen. Ich will das jetzt nicht wegtun, ehrlich gesagt. Ja, war mir klar. So, ich guck mal unten, ob hier irgendwas in den Truhen ist. Ja, hier unten ist ganz viel Bruchstein. Nehme ich mir mal alles mit. Können wir uns aber gleich erstmal schlafen legen? Guck mal, hier ist auch voll viel Sand. Das packe ich schon mal oben in den Ofen rein, dann haben wir Glas. Ja, ich habe auch noch 40 Fackeln. Also ich habe richtig, richtig viel Bruchstein. Also das sollte eigentlich, ich würde sagen, das reicht, um Claudius Haus zu machen. Okay, können wir uns vielleicht kurz, können wir nach oben schlafen kurz einmal? Ja. Uns wurde auch geraten, Fackeln an die Häuser zu machen. Oh, hier muss auch noch eine Tür, merke ich. Damit keine Monster bei uns spawnen. Jau. Also zumindest nicht so nah. Aber wenn wir unser Dorf gleich aufbauen. Kannst du mal dem Hund bitte, dem Wolf, was zu essen geben? Der ist die ganze Zeit am Weinen. Was kann ich denn dem Hund zu essen geben? Weiß ich ja nicht. Ich glaube, versuch mal ein gucken, Fleisch. Was wir so oder? Haben. Ah, Knochen. Hast du Knochen? Ich glaube, der isst Knochen ganz gerne. Ja, ich habe Knochen. So, ich kann ja schon mal aufbauen. Vielleicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann den nicht füttern. Claudio hat den doch geholt. Das stimmt, ja. Stimmt, hast du recht. Tut mir leid, Hundi-Maus. So, okay, Kahn, wie soll das aussehen, das okay, Haus? Komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Also ich bin vorne rechts vorm Haus. Also wie gesagt, ich würde es wirklich in so einem Turm machen. Aber welche Form hat der Turm? Ja, also wirklich wie der Villager-Turm, ne? Also ich würde den jetzt, guck mal, ich baue mal hier so ein Fundament auf dann, ja? Dann kannst du es in etwa sehen. Jetzt machen wir das so, so, so. Können das ja auf verschiedenen Ebenen vielleicht machen. Lass mal gucken, wo du bist. Ach, da. Da muss ja auch ein bisschen Platz drin später sein am Ende des Tages. Also müssen wir das auch ein bisschen größer vielleicht machen für Claudio. Hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube halt, Claudio mag doch auch so ein bisschen royale Sachen, ne? Also so ein bisschen ja, ja. So königlich, also, ja. Ne? So burgmäßig. Da könnte man ja theoretisch noch einen zweiten Turm dann so daneben stellen auch. Ja, also ich würde, genau, also ich würde einfach jetzt nach oben ein bisschen bauen. Ja. Ne? Und dann oben so eine Art Plattform. Ne? Ja. Wo wir dann halt sein Haus bauen sozusagen. Mhm. Das wäre jetzt meine Idee. Also ich würde jetzt sagen, wir bauen jetzt erstmal den Bruchstein ein bisschen nach oben. Ja. Da müssen wir nur dafür sorgen, dass wir halt zwischendurch, was heißt zwischendurch, dass wir später einfach eine Leiter nach oben machen und einen Eingang. Mhm. Ja, Leitern habe ich auch dabei. Ja, die können wir ja schnell machen. Achte bitte drauf, dass du gleich nicht von oben irgendwo runterfällst. Ja, ich gebe mir Mühe. Das ist auch echt so ein Projekt, das ist echt, das schreit ja eigentlich schon nach Tod. Ja, ja. Kommt drauf an, wie wir uns gleich anstellen. So Leute, wenn ihr das feiert, dass wir hier Claudio einen schönen Turm bauen, dann möchte ich das mal in den Kommentaren von euch gerne wissen. Boden braucht er ja auch eigentlich, ne? Ja, aber das können wir ja oben machen, weil das würde ich jetzt, genau, das können wir natürlich auch später machen. Aber ich würde jetzt erstmal nach oben bauen und oben die Plattform. Und wie kommt er dann rein? Also klettert er dann von außen hoch? Genau, ich würde hier unten, würde ich halt, eine Eisentür könnten wir doch hinmachen. Weil weißt du, was ich gerade gedacht habe? Es wäre ja voll cool eigentlich, wenn man hier unten von innen, das könnte man ja so ein bisschen ebenerdig auch machen. Und dann würde ich da, ich habe hier so Eichenholzbretter, dann würde ich die einfach so als Bodenfundament da reinlegen. Dann kannst du schon mal weiter hochbauen. Oder soll ich mit hochbauen weiter? Ich wäre dafür, dass wir das oben gemeinsam einmal machen. Ja, okay. Und wir dann da ein bisschen das. Schnell. Also, dass wir. Und dann können wir es da gerne aufteilen. Ja. Wie wir das dann. Hier so mit diesen Büschen da. Von den Bäumen da nebendran ist auch ein bisschen gefährlich. Ja, man muss schon vorsichtig sein. Das Gute ist, wir haben genügend Bruchstein und wir haben auch die Möglichkeit, Bruchstein wieder hier hinzuholen. Boah, aber auch krass, ne? Ich hoffe, Claudio freut sich dann. Und Kahn, darf ich dir auch mal was sagen, warum ich eigentlich in so guter Stimmung bin heute? Ja, ich weiß es wahrscheinlich, aber sag es. Leute, das Dress to Impress Halloween Update. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich hoffe, du zeigst mir das noch. Oder mach dir da sonst einen Eingang frei gerade dann ja schon mal. Oder du kannst hier eine Leiter bauen schon mal. Ja, bin ich gerade dabei. Die brauchen wir sowieso.
Brauchst du eine Werkbank? Von innen oder von außen? Ja, von innen bitte, von innen. Von innen. Okay. Sodass man nur von innen sozusagen nach oben kommt. Ja, mache ich das mal hier hin. Also Kahn, das Update ist völlig, völlig abgefahren. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Das hat sich gelohnt. Das hat sich total gelohnt. Das ist so ein heftiges Update, so viel dazu. Ich glaube, du würdest es auch richtig feiern, bin ich ehrlich. Ja, ich hoffe, du zeigst mir das noch. Du tust, als ob du mir das gar nicht zeigen wirst. Ja, doch, ich habe vor, dir das zu zeigen, weil ich werde nichts anderes spielen. Es tut mir leid. Also, das ist Dress okay, to Impress dann, ja. Und Minecraft, also, it is. Es ist okay, ist kein Problem. Dann spielen wir halt bei mir Minecraft und bei dir Dress to Impress. Das ist, ja. Da gibt es so Schlimmeres, Leute, oder? Da gibt es Schlimmeres. Ja, aber so sorry, es ist... Ich finde Minecraft, also mir macht Minecraft momentan sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Einfach, weil ich selber auch Minecraft wieder momentan sehr, sehr viel gucke. Mhm. Ich bin zwar immer noch absolut schlecht, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass das irgendwann mal besser wird. Meinst du, wir können irgendwann mal eine Reihe starten, die dann nicht mehr heißt Minecraft Loser, sondern Minecraft Pros? Oder Winner. Ja, ist dann die Reihe, sobald wir den Enderdrachen besiegt haben, wenn wir dann im New Game Plus unterwegs sind. Ich hab mal letztens so for fun für mich einfach mal gegen den Enderdrachen gekämpft. Ja. In so einer anderen Welt, einfach natürlich nicht fürs Video, da bin ich einfach reingespawnt sozusagen. Es ist schon mies schwer. Mhm. Es ist schon mies schwer, habe ich das Gefühl. Also auch wenn wir hier durchkommen, das wird auch noch mal sowas. Daniel, ich denke, die Höhe reicht. Meinst du? Ich finde so ein, zwei, höher? Ja, komm, ein, zwei Dinge. Mach mal, weil ich hab keinen Bruchstein mehr. Hast keinen mehr. Stein mehr? Ja. Wo hast du denn die Leiter? Ach, könntest du die Leiter gleich noch weiterbauen? Ja, kann ich machen. Obwohl, warte, soll ich warte, dir die warte, Leiter ich mal droppen? Nein, alles gut, ich kann hier runter. Alles gut. Okay, dann mache ich hier noch bisschen Höhe noch dazu. Ich guck mal, wie das. Ja, das wird genau was für Claudio. Das wird genau was für Claudio. So ein Betonblock ist genau was für ihn. So, wir haben auch schon viel Glas. Das ist super. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Dementsprechend gehe ich einmal nach. Ich muss auch sagen, ich habe ja einen Livestream gemacht für das Dress to Impress Update. Da haben wir auch Leute geschrieben, dass wir beide uns wieder vertragen sollen. Das hat mich vielleicht auch. Es war auch sehr, sehr lieb von euch, was ihr da in die Kommentare geschrieben habt. Wir waren auch ein bisschen wütend aufeinander, ein kleines bisschen. Aber das ist halt so bei Minecraft. Das ist wie bei allem, wenn man zockt. Man ist, auch wenn wir Super Mario Party spielen, da waren wir danach auch wütend auf uns. Aber das ist halt bei Geschwistern ist das halt einfach so. Richtig. Das ist genau. Ja, perfektes, genau. So, dann ja. Ich baue mal vielleicht kurz hier eine Art Eingang, dass wir jetzt mal kurz hier reinkommen können. Jetzt denken gleich wieder alle, wir sind Geschwister. Also ja, sind wir. Wusstest du das nicht? Punkt. Müssen wir das den Leuten jetzt erklären? Ja, ich glaube schon. Aber zur Info, ich bin der Hübsche, ne, von uns Geschwistern. Also ich hab die Schönheit abbekommen. Das ist okay. Weil ich habe ja den Grips gekriegt. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich kann bei dir abschreiben, aber du kannst nicht bei mir im Spiegel was abgucken. Oha, was ist das denn? Okay. Ja, sorry. Okay, ich denke dann, ja, das ist eine gute Höhe, die wir hier haben. Ja, hier kommt ja auch noch dann das Plateau drauf. Und hier jetzt quasi das alles so zu. So, genau. Jetzt müssen wir das, würde ich vielleicht Holz jetzt erstmal benutzen dann, ja? Ich habe aber noch genügend Stein, theoretisch. Also ich habe mehr Stein als Holz. Okay, dann machen wir erstmal mit Stein. Wir müssen hier nur gucken, dass wir das einmal hier bei der Leiter freilassen. Ja. Weil das wird ja hier sozusagen sein Eingang. Boah, das ist echt gefährliches Unterfangen hier. Ja, es geht. Du kannst ja auch schleichen, wenn du willst. Dann, sag mal, wenn ich jetzt hier schleiche, siehst du meinen Namen eigentlich? Guck mal kurz zu mir. Ja, ich sehe deinen Namen. Geh mal hoch. Ah, aber dein Name sieht kleiner aus. Okay, also, dann kann es sein, dass er vielleicht dann auf Entfernung verschwindet. Kannst du hier den Block dann einmal abbauen, weil ich habe keine Spitzhacke dabei. Guck mal, Claudio, alles für dich, obwohl du keine Zeit hast für uns heute. Ey, wirklich dabei auch bodenlos, das, ne? Dabei war das... Danja! Entschuldigung, ich gehe auf die andere Seite, okay? Ja, dabei war das heute ein wichtiger Moment. Naja, aber du brauchst ja vielleicht auch noch deine Versöhnung mit Claudio. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Der ist ja. Ich fand es auch so witzig, wie ihr geschrieben habt, dass er dafür verantwortlich ist. Das. Ich hab's nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich hab's nur im Livestream gesehen, dass wir uns vertragen sollen, bitte.
Da habe ich gesagt, ja, Leute, falls Kahn und ich uns mal so schlimm streiten, dass wir wirklich richtig sauer aufeinander sind, dann gibt es dazu wahrscheinlich kein Video, habe ich gesagt. Daniel, ich würde vielleicht so machen, dass ich ein paar Pfeiler sozusagen mit Holz jetzt mache. Mhm. Dass wir da einfach so ein bisschen andere Optik haben und das halt auch. Ja, willst du das hier machen? Dann gehe ich nach unten und mach quasi unten den Boden. Ja, ich habe das Gefühl, wir hätten das. Es reicht erstmal. Es darf ja auch nicht zu groß werden jetzt. Kannst du gerne machen. Dass das hier alles ebenerdig ist. Nein, dass das. Ich habe das Gefühl, es ist doch ein bisschen klein hier, aber ich denke, das wird reichen. Wir können doch mehrere Etagen auch reinbauen, theoretisch. Kann ja Claudio auch selber später ganz alleine machen. Ja, ich will ihm aber schon so ein bisschen ein fertiges Ding auch hinstellen. Ja, das schon, aber wenn er später halt was Größeres haben will. Ja, kann er sich ja noch einen zweiten Turm anbauen oder so. Ja, oh, guck mal, unser Dorf sieht eigentlich, finde ich, gar nicht so schlecht aus bisher. Klar, dein Haus macht halt viel her jetzt. Ja. Das muss man halt schon sagen. Aber ja, dieses Kirschholzzeug, das sieht halt also, mega aus, ne? Also ich würde halt später gerne so ein Portalhaus bauen, ne? Wo sozusagen das Portal im Haus drin ist, in der Wand. Da habe ich so viele Ideen gesehen. Mhm. Würde ich dann gerne eigentlich umsetzen. Ja. Es ist jetzt übrigens Nacht. Just saying. Ach so. Wollen wir kurz ins Bett? Ja, wäre vielleicht keine schlechte Idee. Ja, ja, lass machen. Weil hier ist noch nichts zu. Ja, ich komme runter. Einen Moment. Aber wir könnten unten natürlich auch so eine Pfütze hinbauen, weil wenn man runterspringt. Oder wir könnten um den Turm herum so eine Pfütze auslegen vielleicht. So ein Graben? Weil dann können da Creeper uns. Ja, genau, so ein Graben. Dann können da Creeper ja auch nicht hin und das kaputt machen. Mhm. Ja, das war, glaube ich, ja so ähnlich war ja meine Idee, um das Haus vor dir zu schützen. Ja, 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 ja. Deshalb habe ich ja hier alles so ausgehoben, ja, wie du sehen kannst. Ja, das ist aber nur ein bisschen weit weg dann, ja. Also wie gesagt, ich denke, wir könnten auf jeden Fall, wenn wir dann fertig sind, dann drumherum das auf jeden Fall machen. Boah, Tanja, ich bin aber am Überlegen, ich baue zwar gerade hier dieses, sag mal schnell, diese Holzsachen nach oben, aber meinst du nicht, es wäre cooler, wenn wir auch hierfür so für diese Holzsachen Kirschholz vielleicht benutzen? Können wir auch, ja. Das wird doch, dann wird das so ein bisschen einheitlicher aussehen, oder? Ja, kann man auch machen. Ich finde halt, das sieht halt dann, ich weiß halt nicht, ob es dann noch so royal aussieht. Klar. Ja, okay. Ja, dann nimm das Kirschholz. Daniel, du kannst ruhig ehrlich sein. Wenn du die Einzige im Dorf sein möchtest, die diese Kirschoptik hat, dann sag das bitte. Nein, das ist total okay. Ich weiß halt nur nicht, ob Claudio das so cool findet. Das ist gerade so mein Gedanke. Also ich überlege halt gerade, ob Claudio das gefällt, wenn wir das so machen. Ja, okay, du hast recht. Gut, wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei, du hast recht. Also nicht, dass Claudio kein Rosa mögen würde oder so. Ich bin halt nur nicht so sicher. Ich weiß halt nicht, ob er das so. Also ich glaube, er würde so dunkleres Holz halt cooler finden. Weißt du? Also nicht dieses Rosane, sondern dieses Dunklere davon. Ja, das habe ich da. Ich habe ja Kirschholz auch so reingepackt. Ja. Aber ich finde, dann sieht es halt nicht wieder royal aus. Ja, es gibt halt so dieses, wie heißt das? Dieses Schwarzholz oder so. Das ist, was so ganz dunkel aussieht. Ich weiß nicht, ob ich gerade Mist erzähle, aber ich glaube, das gibt. Okay, so, ich glaube, ich würde jetzt fahren. So. Aber das kannst du optisch entscheiden. Ich finde, da hast du auch ein besseres Gefühl für als ich. Deshalb mach das nur. Ich gucke jetzt erstmal, wie ich das hier mache. So, jetzt gibt's hier erstmal überall Stein. Dass er hier nicht im Haus dann plötzlich Pflanzen wachsen hat. Das muss ja auch nicht sein. Ja, das stimmt. Ist auch ein bisschen einfacher anzugreifen, wenn man unten so nur. Weil ich weiß ja nicht, was hier noch passiert. Aber ich glaube, wenn er hier so eine schöne massive Steinschicht unten drunter hat, ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir sollten drumherum sollten wir definitiv ein bisschen was machen. Was machen wir, wenn es ihm nicht gefällt? Ja, es muss ihm gefallen. Sorry, da hat er jetzt kein Mitspracherecht. Wird er dann vom Server gekickt? So in der Art, ja. Also wenn wir jetzt hier schon was für ihn bauen und er sagt, es gefällt ihm nicht, also sorry.
Das wäre jetzt ein bisschen. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie Claudio das dann sagt. Ja, ich hätte das. Warum habt ihr das nicht so gemacht? Ich hätte das. Wollte ich nicht. Natürlich kommt das. Natürlich kommt das, aber so. So, ich muss mir hier mal kurz eine Werkbank bauen. Das nervt mich nämlich, dass ich hier keine Spitzhacke habe und ich habe nicht im Kopf, wie man die baut. Einfach drei oben mit zwei Dings. Stöcker. Wollen wir dann bei Claudio, also kommen da dann auch so ein paar Truhen auch schon rein? Oder? Ja, oder? Können wir schon machen, ja, wir können das schon mal vorbereiten, genau, dass er da schon okay. Ein bisschen was hat. Das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Ach ja, eine Tür wollte ich bauen. Was nimmst du denn jetzt für Holz? Ich habe ganz normal Eichenholzbretter genommen. Okay, dann nehme ich jetzt auch Eichenholztür. Wie, habe ich kein Glas mehr? Gut, muss ich gleich noch Glas machen. Okay, das sieht, finde ich, jetzt gerade gar nicht so schlecht aus. Ich muss jetzt hier ein bisschen gucken, dass ich jetzt gleich nicht runterfalle. Hier, glaube ich, dann auch Treppen draus machen tatsächlich. Dass man hier auch ordentlich hochkommt. So hier. Irgendwie. Doch, das wird Claudio gefallen, weil dann hat er wieder Überblick über alle, ne, und kann hier wieder alle gegeneinander aufspielen. Aber man wird sich einig, dass es eigentlich gar nicht unbedingt nur Claudios Schuld war? Er ist ja jetzt nicht dabei. Also ach so. Da kann man lästern, meinst du? Jetzt gerade ist es Claudios Schuld, okay? Und wenn ich nicht dabei bin, ist es wieder meine. Nein, wir sind jetzt füreinander. Ach so. Ich habe das hier voll blöd gemacht. Das gefällt mir nicht. So. Das ist richtig schlecht gemacht. Okay. Sieht halt wirklich so ein bisschen Secret Base mäßig aus hier. Ja, aber so soll es ja auch sein, ne? Sehr, sehr cooli. Doch, der wird sich freuen. Und wenn nicht, dann gibt es eine Strafe. So, fertig aus. Wenn nicht, gibt es eine Strafe. Kannst du schon mal drauf einstellen, Claudio. Dann reißen wir das alles wieder ab. Ja, nein, das mache ich nicht mehr. Also alles, was ich selber aufgebaut habe, das reiße ich definitiv nicht mehr ein. Haben wir das jetzt alle gehört, was Kahn gerade gesagt hat? Das bedeutet ja eigentlich, dass mein Haus jetzt sicher ist. Weil das hast du ja gebaut. Ist es auch. Sehr gut. Das werde ich verteidigen wie mein eigenes Leben. Oha. Das ist ja gefühlt, also ich habe zwar für dich gebaut, aber es ist schon so ein bisschen so, weißt du, ich bin so der Bauleiter und ich lade jetzt so random Gäste zu dir ein, so in dein Haus, das habe ich gebaut, obwohl du gerade am Frühstücken oder so bist, einfach um es ganz unangenehm zu machen. Das kann ich mir schon vorstellen. So. Wir brauchen da noch ein bisschen. Okay, also hier unten ist jetzt erstmal zumindest hell, es ist alles aus Stein, Treppe ist da. Sehr gut. Du kannst, wenn du willst, unten diesen Graben dann vielleicht machen schon. Guck mal, ich kann dir auch hier, kann ich dir einen Eimer geben. Mit dann Wasser? Kannst du Wasser holen. Nein, kannst du aber Wasser holen. Also kannst du aus, denkst. Ja, wir haben ja so eine unendliche Quelle. Haben wir die noch? Richtig. Ja, ja, die ist da beim Pferd, glaube ich, war die. Okay. Ja, ich würde, glaube ich, auch vielleicht so eine Treppe machen, dass man hier so eine richtig schöne große Steintreppe hinmachen kann, um in Claudios Haus reinzukommen, oder? Willst du das? Wird schon cool aussehen, glaube ich. Okay, deine Entscheidung. Hier auch. Ich glaube, da auch. Also brauchen wir einfach noch ein bisschen Glas, weil dieser Aussichtsturm soll natürlich auch. Muss auch ein bisschen imposant sein, ne? Ja, und er muss auch, ne, ein bisschen was sehen können. Ja, ich brauche Glas. So, ich denke. Ich stelle mir das so vor, dass er dann so richtig so eine große Treppe hat, die er da hoch schreiten kann. Ich glaube, das würde Claudio gut gefallen. Ja, wir brauchen jetzt ihn aber nicht zu verwöhnen, ne? Also das muss jetzt auch nicht sein, dann, ja. Ja, aber warum nicht?
Es ist Claudio immer noch. Ja, aber er freut sich doch. So. Richtig schöne Treppe hier hinzimmern. Ist ja schon wieder dunkel. Was ist denn hier los? Es wird ja schon wieder Nacht. Ja, es geht schnell. Wir sind hier ja die ganze Zeit auch am Arbeiten. Da muss was erledigt werden, getan werden. Ja, wir brauchen eigentlich nur noch ein bisschen Glas hier. Dann ist das eigentlich ganz okay. Daniel, sollen wir kurz vielleicht schlafen? Ja, gerade wenn du jetzt draußen arbeitest, glaube ich, wäre schon sinnvoll, einmal kurz schlafen zu gehen. Da hast du völlig recht. Oh, dieses wunderhübsche rosafarbene Häuschen, das sieht doch ganz toll aus. Da lacht das Herz. Das tut es wohl. Schön, du hast mein Haus wieder gebaut, aber besser. Das, was du dir eigentlich insgeheim immer gewünscht hast. Ja, ja, wenn ich so viel Kirschholz gehabt hätte am Anfang, hätte ich es direkt aus Kirschholz gebaut. Ich muss jetzt nochmal nach Glas gucken, Leute. Denn wir brauchen Glas. Möchte, dass Claudio hier ein richtig royales Erlebnis hat, wenn er in sein Haus kommt. Könnte hier eigentlich auch die Tür reinmachen, ne? Nicht hier noch eine Tür rein? Ja, mach mal, es könnte ein bisschen sonst zu. Dann hat er hier so zwei Türen. Oder ich mach halt. Könnte das hier auch zumachen? Ist noch irgendwo eine Schaufel hier oder so? Dann muss ich mal. Oh, warte mal, hier ist noch Glas, was ich mitnehmen kann. Weißt du, wenn ich das hier wegmache? Und hier noch eine Tür hin. Was wollte ich denn jetzt? Was brauche ich denn jetzt nochmal? Ich finde den Eingang noch nicht so toll, muss ich sagen. Aber der muss ja auch nicht riesig sein, weil es ist ja ein Turm, ne? Ja, ja, ich würde halt gucken, ob wir da beim Eingang dann irgendwie Fackeln oder sowas hinpacken. Ja, ich würde nämlich, glaube ich, hier das jetzt so schließen. Und es geht nicht, weil das hier ja Treppen sind. Kritisch. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Oh. Ja doch. Also wenn das Claudio nicht gefällt, dann weiß ich auch nicht, Danja. Dann weiß ich auch nicht. Dann können wir ihm auch nicht mehr helfen. Okay, wo wirst du jetzt überall Fackeln hin haben? Also du kannst auf jeden Fall gerne draußen auch ein paar Fackeln machen, ne? Ja, achso, und den also Graben bisschen, wolltest du noch, ne? Genau, ein bisschen drumherum kannst du gerne auf jeden Fall was machen. Aber so komplett alles drumherum? Nein, nicht alles. Einfach nur so ein bisschen hier, ein bisschen da. Und wie viel Abstand hat man da am besten? Das weiß ich nicht, Danja. Kannst du ein bisschen nach Gefühl machen. Okay. Irgendwie hier so. So, oh, wir sind jetzt auch schon 40 Minuten drin, Danja. Ja, ja, das dauert ja auch. Wir sind ja hier auch nicht im Kreativ. Ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt hier zu Ende. Dann haben wir es schon mal und dann können wir mit Claudia gucken, wie wir das weitermachen. Ja, ich finde, der muss das auf jeden Fall sehen. Also spätestens in der nächsten Folge muss er das sehen. Wie ist denn eigentlich mit deinem Haus? Ja, ich würde sagen, danach können wir an mein Haus ran. Ihr könnt dein dann Haus ja wird dann wahrscheinlich so ein Unterwelthaus gefühlt wahrscheinlich. Eigentlich nicht, nein. Wie gesagt, ich möchte ja, wie gesagt, das mit dem Portal verbinden, das Haus. Ja, eben, deshalb habe ich so gedacht, da kommt dann so Gestein von der anderen Ach so, Welt ja, sozusagen. Stimmt, ja, doch. Ja, das könnten wir machen. Wir könnten das Portal und dann Gestein. Also, ja, richtig. Deine gute Idee. Das gefällt mir. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich kann ja schon mal hier für Claudio ein paar Truhen hinpacken. Und auch eine Werkbank vielleicht hier so in die Ecke. Dann braucht er eigentlich noch direkt mitmachen, einen Ofen. Das hier mal wieder zumachen, weil hier habe ich nämlich gerade einen Zugang zur Mine aufgemacht. Sonst hat er da die ganze Zeit Ärger mit Viechern.
So. Aber wir haben es schon echt groß gemacht. Also hier einmal rundrum ist schon... Ja, das ist schon groß. Also das ist schon ein guter Verteidigungsturm, kann man so sagen. Das denke ich aber auch. Und wie gesagt, wenn der Deko oder so für sich selber noch was haben will, kann er ja noch machen. So. Aber wir sind gleich zumindest erstmal roh damit durch, dann ja, würde ich sagen. Denke ich auch. Ich will aber auf jeden Fall halt hier diesen Graben noch machen, weil ich den ganz cool finde. Dass das hier halt so außen ganz drumrum geht. Das finde ich schon nice. Und dafür muss ich aber jetzt halt hier erstmal alles frei machen. Ich glaube, das Wasser dann da reinlaufen lassen dauert ja nicht lange. Ja, das musst du gucken. Das Wasser reicht ja nicht immer unbedingt. Achso, ich dachte, das sucht sich dann so seinen Weg mäßig. Nein, es muss an mehreren Stellen dann immer mal wieder. Aber wie gesagt, okay. Muss ja nur einmal drumherum so machen, ne? Das reicht ja. Ja, wenn ich es jetzt einmal geschafft habe, komplett drumherum zu laufen, dann schaffe ich es auch einmal komplett drumherum. Also ich sehe gerade, der Turm oben ist jetzt noch ein bisschen frei, aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir sind relativ weit oben. Wie mache ich denn noch meine Schaufel? Zwei Stöcker und einmal Stein nach oben zum Beispiel. Einfach ganz gerade in einer Reihe. Ah, aber da brauche ich eine Werkbank wahrscheinlich. Ja, genau. Brauchst du auf jeden Fall. Okay. Dann brauche ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 mal Glas und den Rest dann. Und ich muss mal sagen, das ist ja... Was? Hast du noch Bruchstein? Ja, brauchst du noch? Ich bräuchte gar nicht. Komm her, ich bin hinter dir, ich kann dir den droppen. Ja, also ich habe auch noch so einzelne Stufen, falls du die auch noch willst. Hier. Nee, Stufen habe ich. Okay. Warte, die Stufen kannst du wieder mitnehmen dann, ja? Okay. Okay, danke schön. Ich muss mich jetzt auch einmal kurz ein bisschen... Glas kümmern und dann haben wir es eigentlich auch schon. Oh, ich habe hier noch so einen Kirschsetzling, den packe ich dir mal hinten hin. Gerne, gerne. Kirschbäumchen nehme ich sehr gerne an. Ich will jetzt auch nicht übertreiben, zu viel, aber weiß ich jetzt nicht, ob man bei dir damit richtig ist, wenn man sagt, das ist zu viel. Nö, das gibt's eigentlich nicht in meiner Welt. Ja, das war mir klar. So. Oh, warte, guck mal, ich habe hier noch das, was wir machen können dann, ja? Was denn? Ich habe noch von euch Schleimblöcke geklaut. Ja. Die könnten wir unten bei der Leiter hinmachen, weil, wenn man dann runterfällt, dann federt das so ab. Ah, das ist cool. Also rein theoretisch darf dann eigentlich nichts passieren. Ey, warum hab ich denn jetzt den Schleimblock nicht mitgenommen? Mann! Ich dachte, die Schleimblöcke habe ich doch mitgenommen. Was soll das denn? Hab ich den denn angefangen, den Graben? Hier. Mal von hier aus jetzt in die andere Richtung gehen. Es wird schon wieder zur Nacht. Es wird schon wieder zur Nacht, sage ich. Alter, wie viele Tag-Nacht-Rhythmen bauen wir denn hier dran? Das ist ja verrückt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das gut ist, dass wir... Ich hoffe, das bleibt auch beim Schleimblock. So, ich prüfe das jetzt mal. Ja. Perfekt. Also das heißt... Zwar ist ein bisschen rutschig da, aber wenn man da unten aufkommt, dann sollte einem eigentlich nichts passieren. Das ist natürlich superb. Also falls man mal von der Leiter weg, also wenn man da einfach wegfällt oder so. So, ich würde sagen, ich habe einen Graben gebaut. Muss nur noch, theoretisch muss jetzt gleich nur noch Wasser rein und dann hoffe ich, dass es nirgends ausläuft. Wollen wir schlafen? Sofort, ich komme. Dann kann ich nämlich... gleich das Wasser da reinlassen. Ja, ich komme. Boah, Leute, meint ihr, das gefällt Claudio, was wir hier bauen? Also mir würde es gefallen, wenn ich sowas sehen würde. Und wenn ihr mir jetzt sagen würdet, ey Kahn, wir haben das für dich gebaut, würde ich mich erstmal freuen. Ja.
Achso, warte, falsche Seite. Wir müssen, Daniel, kannst du gleich kurz, wenn wir rausgehen, oben auch eine Tür bauen? Ja. Ist auch ein bisschen gefährlich, was wir hier immer machen. Ein bisschen gefährlich ist das schon. Bisschen. Ja, hier können ja immer Monster rein. Ja, wir müssen auf jeden Fall Fackeln da beim Turm hinbauen, weil du siehst, da sind immer Monster. Hm. Ja, und halt ein Creeper und dann ist halt Feierabend, ne? Hui, der steht da im Schatten. Ja, am besten gar nichts machen. So, jetzt hole ich hier ganz viel Wasser. Wirklich viel davon. Das wird jetzt auch eine Aufgabe, glaube ich. Das wird jetzt eine Aufgabe, da das ganze Wasser immer ranzuschaffen. Aber zum Glück haben wir ja hier direkt Meer. Kann ich hier jetzt auch meinen Verteidigungsgraben, den ich angefangen hatte zu bauen für das alte Haus, kann ich jetzt wegmachen? Oh, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, jetzt. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Das war jetzt ein bisschen blöd kurz. Ay, caramba. Das habe ich ein bisschen... Warte mal, ist das hier eine unendliche Quelle, die wir hier haben? Ja, die ist ja viel näher. Ugh. So, rein theoretisch könnten wir jetzt... Ja, ich würde das hier oben noch freilassen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das dauert jetzt schon. Das können wir dann offline nochmal fertig machen dann, ja? Was denn? Hier ist noch so ein... Die Decke muss noch gemacht werden, aber die würde ich dann offline fertig machen. Okay. Das dauert jetzt zu lange. Ich will nur hier das Wasser noch reinmachen, dass der Graben zumindest fertig ist. Ja, ich höre schon was. Ja, aber kannst du jetzt nicht rein theoretisch... Achso, nein. Okay. Mm-mm. Ja, alles gut. Nee, da müsste ich... Also keine Ahnung, ob ich hier theoretisch eine endlose Quelle machen könnte. Ja, 4x4 muss, glaube ich, sein. Also es muss glaube ich, eine Vierer-Dings sein, ne? Ja. Also immer 4. Also hier und dann... Ich probiere es einfach mal. Schadet ja nicht. Muss ja eh Wasser holen. Ist ja, glaube ich, mindestens 4x4, ne? Ich glaube, so eine Vierer- oder... Ich glaube, eine Vierer-Quelle reicht. Also wenn du jetzt 4 im Quadrat da hast, glaube ich. So, okay, es sieht gar nicht so schlecht aus. Bedarf natürlich noch ein bisschen so Fackeln und sowas, aber das machen wir dann bis zum nächsten Mal fertig. Ja, Leute, das ist der Aussichtsturm für Claudio, den wir gebaut haben. Das wird sein Haus. Na, ich glaube, dem wird das gefallen, weil es auch einfach das Größte hier ist. Danja und ja, wir haben jetzt wieder Frieden geschlossen. Mal gucken, wie lange das hält, Danja. Ja, aber bitte nicht Nein, das wird wieder halten. Das Haus das wird attackieren. Halten. Es wird halt, nein, wenn das so oder so nicht. So, wir werden ins Portal gehen und ein bisschen Baumaterial für mich holen noch. Auf jeden Fall. Und dann hier mein Portalhaus bauen. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Gerne fleißig kommentieren, wie wir hier weitermachen sollen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!